Wir können mal nochmal tunen, ich muss mal die Farbe und so ändern. Ja? Wie gehen die Statistiken denn schon wieder aus hier? Genau da. Fahr mal hier drüber. Warum hast du eigentlich einen lila denn? Weil ich den lila gemacht hab. Achso. Keybinds, Moment. Kann man das gar nicht umstellen? Statistik. Ist auf jeden Fall ultramäßig lahmarschig, die Karre. Ich möchte mal meinen haben. Garage. Sollen wir mal ein Rennen starten, einfach? Just for fun. Really? Kann ich da nicht erstmal optisch was dran machen? Ne, wir machen jetzt erstmal ein Rennen. Einmal sicher zum Reinfahren. Offroad, hier. Es gibt nämlich Offroad-Rennen, Kollege. Boah, ist der langsam, ich glaub's nicht. Aber die Federung ist der Hammer. Ja. Trail, kannst du mir mal beitreten? Was ist überhaupt meine Wertung? 168. Offroad. Wie viel? 168. Leute, ich habe ja 160, gar nicht so schlecht. Guck, wir haben auch noch nicht weitergespielt. Sehr gut. Nein, wir fahren. Vollgas. Oh, rausgetappt. Wie ist denn, meine Achse, hast du die gesehen? Die hängt irgendwie nicht so gut gerade. Den Totalschaden. Irgendwie hängt die auf halb acht gerade bei mir. Ist das bei dir auch so? Nein. Okay, gut. Nee. Vollgas. Ich schwebe in der Luft, ich kann fahren. Vollgas! Ja. Irgendwie kommt da nicht so viel, ne? Bei mir auch nicht. Kurvenlage! Dieses Aufschaukeln ist der Hammer, ne? Das ist ja wirklich der Hammer. Ist ja kein Rennwagen, ne? Dein Sound ist auch geil. Mein Sound ist einfach mega laut. Was ist hier los? Da kann man ja durchfahren. Hä? Keine Ahnung, ich fahr jetzt hier einfach nochmal. Ich will den Sound auch haben. Junge, weil ich einen serienmäßigen Vor... Du musst auch die Straße fahren, da sind Wegpunkte auf der Map, guck mal. Ja, lol. Wieso sagt mir das denn keiner? Ist mir gerade auch aufgefallen. Fährt der mal... Wie hupt man denn? Ha. Oh, hörst du mich? Ja. Ich meine, ich höre meine eigene Hupe nicht. Läuft. Ich höre die. Alter, was haust du hier so immer diese Hupe? Junge, meine Federung ist auch noch schlechter als deine, glaube ich. Wie schnell fährst du? Ich fahr 100. 92. Also die sind auf jeden Fall gleichwertig, die Autos. Ja, schon, ne? Ich habe jetzt gedacht, du ziehst mir voll weg, aber... Die Federung von uns beiden ist total für den Arsch! Ja, habe ich das Torwart bekommen? Ja. Aber mein Bonus ist, dass ich einen Formel 1 Sound habe. Das ist mega geil, ich will den auch haben. Tschüss. Mein Sound ist voll langweilig. Mein Sound ist der Oberknüller. Mein Sound ist so ein richtiger V8. Kann ich meinen umtauschen gegen den, der hier steht in der Ecke? Was ist das denn? Dann gibt's den Kumpel halt auch. Geil. Guck mal, ich fahre hier mal rückwärts hoch. Ey, ich mag dein Auto richtig, ne? Richtig geile Karre. Ich hab'n Pickup, geil. Ich würde den ja von gerne Leibniz haben, ey. Hä, du hast voll den Range Rover, der ist auch geil. Ja, ich weiß. Kannte ich. Das ist sowieso einer meiner Lieblings-SUVs gewesen in San Andreas, mit Abstand. Ja, meiner. Ich fand auch den Headstocker ganz geil mit dem Holz. Normal. Sportlich. Ich finde das auch geil, dass sie jetzt hier Checkpoints haben. Ja. Nitro gibt's nicht. Ja, hab ich auch gerade gedrückt. Oh nein, da kam ja jetzt hier gar nichts. Das ist richtig. Du hast $100. Du hast sogar kein Geld zum Tunen, oder? Doch. Lass es mal Optik machen. Komm, wir gucken mal, was man da so dran bauen kann. Bin gerade dabei, ich bin schon auf dem Weg gewesen dahin. Was war das denn nochmal? Violett oder gelb? Nee, hier vorne grün. Direkt Spezialteile war gelb. Ich fahr mal zu gelb. Nein, nein, nicht Spezialteile, hier. Warte, ich will mal kurz zu gelb, wir gucken, was da so abgeht. Lass mich doch, dann lass mich doch mitkommen. Ja, dann wo bist du denn? Ich bin doch schon da. Hä? Du bist schon da. Ja, ich bin da. Hä? Was kann man denn hier nochmal machen? Armaturen? Scheiße, oder? Ich will keine Armatur. Nein, das lohnt sich nicht. Kostet das Geld. Weiß nicht, wo steht das? Ich habe $185, also. Oh. Ist jetzt nicht so viel. Uh-uh. Scheint umsonst zu sein. Ist aber beides hässlich. Neonröhren, Autoglasfolien, Scheinwerferfarben, Auspufffarbe ist immer gut. Ich habe noch keinen Sportauspuff. Spinnerfelgen. Felgengröße.
Aber ich brauche erstmal andere Felgen. Ja, komm, wir fahren mal hier hin. Alle. Alter, wie fährt's denn bitte die Felgen, die man da dran puzzeln kann? 22 Zoll? Ja. Echt? Aber mega. Okay. Ich bin mal in grün, okay? Ja. Was kann man jetzt hier machen? Frontschürzen? Also hier kann man ja nicht so viel machen. Frontschürzen? Die Frontschürzen. Alter. No, ich komme mal bei grün rein, hier ist Feierabend gerade. Wo ist denn grün? Wie, Frontschürzen mit Blinker. $800? Habe ich mal gekauft. Okay. Rambügel. Ja, das lohnt sich auch. Für die Blinker alleine schon. Ja. Aber kann man auch einen Formel 1 Sound nachrüsten bei dir, oder? Nein, leider nicht. Alter, es ist vollkommen unmöglich, dieses Fahrzeug zu fahren, der schaukelt sich so auf. Was ist denn hier los? Motorhauben? Nee, die finde ich nicht so cool. Lohnt sich nicht dafür Geld auszugeben. Dachspoiler. Meiner kann gar nicht auf der Seite liegen, merke ich gerade. Okay. Der stellt sich immer wieder auf. Bin auch bei grün. Seitenfenster. Überrollkäfig. Braucht man. Okay, das. Frontschürzen, was geht hier so? Stock. Junge, die Kamera ist ja voll scheiße hier. Frontschürzen mit Nebelscheinwerfer? Geil. Locker leuchten die nicht. Nee, aber die Nebelscheinwerfer ist auch nicht schlecht. Wie mit Blinkern drin. Echt? Geil. Hast du auch? 800, Alter. Ja, hab ich mir gegönnt. Hätte ich auch gemacht. Spoiler 150, das geht ja sogar noch. Okay, die sind alle scheiße. Bei mir, die Frontschützen. Echt? Aber Rambügel sind bestimmt der Hammer. Hammer, 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 Hammer. Die Kamera ist leider voll von Arsch. Also die Rambügel sind alle cool. Junge, was ist das hier für MTK-Texturen? Das sind MTK-Texturen, ja. Was gibt's noch? Heckschürzen? Ich will das jetzt hier freischalten. Die Heckschürzen. Meine Serienheckschürzen haben aber Nebelscheinwerfer hinten drin. No. Das ist eigentlich schon ziemlich cool. Ich will doch keine Angel-Eyes-Scheinwerfer haben. Das passt gar nicht zu mir. Also Serie sieht am coolsten aus. Ja, lass so einfach. Spart man sich wenigstens Geld. Serie sieht echt am coolsten aus. Wie böser Blick. Alter, die Seitenschürzen sind noch mehr als krass bei dem Auto. Das ist ja der Hammer hier. Oder ist das kacke gewesen? Motorhauben. Kann man voll die Riesenhutzen dran puzzeln? Wie, ich hab einen bösen Blick. Ist mir egal, ob das passt. Ich hab einen bösen Blick. Niemand kann sich eine Dachreling aufs Dach machen. Echt? Ja, klar. Was sind das denn für Rückleuchten? Ich will keine LED-Rückleuchten hier reintun. Hä? Heckjalousie? Gott sei Dank habe ich einen Pickup. Grüne Spoiler bei einem Pickup? Wie Spoiler an einem Pickup? Ist ja voll nice. Ich glaube, ich brauche einen Spoiler, tut mir leid. Okay. Der ist ja wohl der Hammer, $600, den werde ich mir safe kaufen. Eigentlich kann man auch einen Riesen. Der ist ja. Okay, ich habe einen gefunden, $600, den brauche ich auf jeden Fall, geil. Das kostet ja 4 Body Points. Möchte ich den freischalten für einen? Ja, sicher. Also frei ist ja schon mal, oder was? Ja. Was gibt's sonst noch so? Scheinwerfer. Ja, da gönne ich mir gerade welche. Ich habe hier nur Schrott bei Scheinwerfer, ne? Diese riesen komischen Dinger hier vorne, das sind auch echt scheiße. Junge, ich kann doch jetzt hier nicht meine ganzen Body Points nur verwenden. Das sind die schlechtesten MTK-Texturen, die ich je gesehen habe hier gerade. Weil meine Scheinwerfer einfach so dermaßen gigantisch sind. Vorne. So groß wie dein Kühlergrill. Was sollte ich eigentlich für Pötte hier dran bauen? Die sind doch gut, die haben LEDs. Ich glaube, ich muss die mir erst dran puzzeln. Ich glaube, ich hole mir erstmal so einen Sportpot. Was ist denn das denn für Angel Eyes? Junge, hier sind Astra-G-Scheinwerfer. Echt? Ja. Die sind auch cool. Alter, wie geil sieht die Optik aus? Kaufen ist mir scheißegal, ob ich dafür jetzt ganz viel Geld ausgebe. Genau, das muss ich auch machen, tut mir leid. Für die Scheinwerfer, das wäre egal, die müssen da dran gepuzzelt werden. Was? Schlammklappen? Mudflaps? Was ist das denn? Natürlich.
Kaufen, 100 Dollar. Läuft. Felgen. Verändere Größen. Du hast keine Tuning-Felgen. Gekauft. BBS-Felgen. Nein! Rückleuchten. Passen die hier drauf? Ich habe leider keine Ahnung. 100 Dollar nur? Wieso? Getunte Rückleuchten? Die sind ja der Oberkörper. Nein, ich bin BBS-Fan. Geht leider nicht anders. Ich habe leider keine anderen frei. Alter, das ist das MTKit-mäßigste überhaupt hier, was ich verbaue. Ne? Verändere. Das ist auch so schlecht. Alter, 18 Zoll oder was? Das ist doch gar nicht 18 Zoll, das ist doch 22 Zoll. Ja. Wie Kotflügelverbreiterung. Alter. Ja, die ist doch scheiße. Ne, die will ich nicht. Carbonfaser? Hä? Nein, du wirst mein Auto jetzt hier nicht wiedererkennen. Sag ich dir jetzt schon. Boah, die Optik. Komm mal raus. Moment. Komm, ich bin doch selber. Kann ich hier vielleicht mal zu Ende tun? Nein. Doch. Nein. Darfst du nicht. Weil meine Optik der Hammer ist. Und meine nicht, oder was? Weiß ich nicht. Alter, wie geil. Ich kann nicht mehr, ne? Nur leider geht... Was ist das denn? Nur leider geht meiner nicht ab. Ist doch egal. Ich will auch in einer Crew. Lass mal so einer Crew beitreten. Vielleicht gibt das dann Geld oder so mehr. Nenni. Ja, wie geht denn da? Einmal in den Unterschlupf. Komm, wir gehen mal zusammen in den Unterschlupf und, Du hast nicht genug... Ich hab 85 Dollar. Mist, ich kann doch nicht mal Rückleuchten kaufen. Oh. Auswurfblenden. Geil. Komm, Vortex. Wir treten einmal in einer Crew bei. Da kriegt man bestimmt irgendwelche Vorteile. Ladeflächen? Cool. Wie Ladeflächen? Echt? Das ist ja der Hammer, was kann man denn hier ein... Voll die Ich kann den zumachen, ne? Wie ein Sand King XL. Nein. Doch. Als ob. Ich kann da sogar Scheiben hinten rein. Ich kann daraus ein Hatchback machen, ne? Das ist ja mega nice. Der sah so scheiße aus, ich wollte den eigentlich gar nicht haben. Die Reserveradreifen hinten am Kofferraum. Ja. Das ist ja voll cool. Ich will jetzt nach Kuhboy treten. Spritzschutz hinten. Wir treten jetzt nach 100 Kuhboy. Dollar, das mach ich. Ja, mach doch, wie geht das? Ja, wie kann man denn hier Felgen ändern? Was ist das denn für ein Schmarrn? Die sind ja alle gesperrt. Kackfirmen. Ja, was wollen die von mir? Momo-Felgen. Wie kann ich da jetzt beitreten? Enkai-Felgen, geil. Ich kann die Felgen leider nicht. Achso, war bei dir bei Kotflügelverbreiterung geguckt? Ja, das ist nicht so geil. Bei mir ist ja mega. Echt? Ja, der Radstand ist ungefähr doppelt so breit. Okay. Hier steht Mitsubishi Lancer. Alter, sieht der geil aus. Oh mein Gott. Nee, das muss ich ja haben, das Zeug. Eigentlich muss ich die erstmal Stickerbomben machen hier. Ja, weil ich da gar keine Kohle habe, habe ich nur die Frontlichter gemacht, aber egal. Guck mal, das ist Tuning, wo bist du? Warte, hier. Wo bist du? Da bist du doch. Willst Frontlichter. Guck dir mal meine Optik an. Mega. Alter. Okay, schon Geld reingesteckt. Alter, die Auspuffe sind ja mal gar nicht übertrieben. Was hast du denn für nice BBS-Felgen da drauf? Die sehen richtig geil aus, die Karre. Die sehen richtig hammer aus. Und vor allem, was ist das? 19 Zoll, 20 Zoll? Keine Ahnung. Guck dir mal meinen Ex-Weiler an. Ich seh's. Okay, ein, zwei Rennen noch, dann möchte ich mal richtig GTA spielen, bitte. Ja, warte einmal. Viertel nach neun, ja gut. Auf hier rumzudriften. Ich will in eine Crew. Mit dem Supra. Was ist das für ein Mamba hier? I need a Crew.
Hörst du meinen Sound, wenn ich ruckartig Gas gebe? Maschinengewehr! Geil. Hörst du meinen Sound eigentlich? Nö. Ich hör gar nichts. Was hast du für einen Flister-Diesel? Ja, so ein ganz dezenter Sound hast du. Standard fast. Ja. Also ich höre eigentlich nicht besonders so dumm. Hört sich ziemlich dumpf an. Weißt du, was mir gefällt? Meine Front. Ja, die ist der Hammer. Die Karre ist sowieso optisch der Hammer. Böser Blick. Ich hoffe, ich kann aus meinem auch nochmal was machen. Aber ich habe gar keine Kohle. Stimmt. Vielleicht muss man einfach mal einer Crew beitreten. Was ist das denn hier? Mitsubishi Lancer. Wie sieht der denn aus? So, lol, der ist ja sogar das Mitsubishi-Zeichen drauf. Einmal durchchecken bitte. Urlaubscheck. Oh, du bist dran. Ist da noch eine Hebebühne? Nein. Nein. Hier sind ja Ölflecken oder was ist das? Keine Ahnung. Der Hammer. Ölflecken. Wieder setzt nicht auf. Nein. Dann geht der Andreas, hat dir das Auto aufgesetzt. Das ist richtig. Ich kann mich auch an den nicht erinnern, San Andreas. Was ist das für ein Auto? Auch nicht. Ich würde sagen. Keine Ahnung, was sie schon wieder gemacht haben. Was ist das für ein Auto? Ey, Mann, überhaupt kommt dieses Modell kenne ich überhaupt nicht. Nicht so schlimm, meine auch nicht. Au. Ist das hier ein Offroad? Also, ich brauche Kohle. Ich auch. Ich möchte doch nur in einer Crew rein. Wie, man kann hier hochfahren. Oh. Ich bin mal hier hochgefahren. Tuning-Treff hier oben. Okay. Geil. Mann, ich hab einen Sound, ne? Der ist abartig. Der ist geil. Läuft bei dir. Ja, ich glaube, die ganze Map hört das, wenn ich hier lang fahre. Oh. Was machst du da? Versuch hier hochzufahren. Tuning-Treff. Alter, sieht der geil aus. Ich bin meine geil, tut mir leid. Da kann Benno so ordentlich mal eine Scheibe von abschneiden. Also ich bin jetzt noch ziemlich Serie, ne? Ey, guck mal, dieser Stoßdämpfer-Test hier. Das ist richtig. Aber du hast Frontscheinwerfer. Ja, die sind cool, ja. Die habe ich geändert. Guck meine auch, ich habe auch den bösen Blick genommen. Ja, ist geil. Die sehen geil aus. Die passen zu meinem Kühlergerät. Das waren die einzigen, die noch ein bisschen was aussahen bei mir. Alle anderen sahen aus wie die schlechteste MTK-Tour ever. Ja, das hier geht's ja noch. Guck mal, also, Blinker gehen an und aus. Ist doch cool. Lol, vorne rechts, kaputt. Johnstich geht nur noch. Links blinken. Irgendwie waren die Rückleuchten auch voll hässlich bei mir, deswegen habe ich die auch erstmal gelassen. Ich habe schon schöne LEDs bei mir gefunden, aber ich habe nur noch $85, ist ein bisschen wenig. Damit kann man noch nicht mal umlackieren, glaube ich. Nein, San Andreas kann man hier reinfahren. Kann man immer noch, ja lol. Aber da gehen die Scheiben kaputt. Ja, ist doch gut. Hier gehen sie auch kaputt. Wie, man kann jetzt hier hochfahren. Ey, mit den Kerlen kann man jetzt auch überall hoch, ne? Das ist korrekt. Das ist ja so geil. Und auch wieder runter. Das sind noch richtige Geländewagen, nicht in GTA 5. Ja. Jeder Wagen kommt überall hoch. Die San Andreas, die haben nur Geländewagen, ist überall hochgekommen. Die ganzen Washington stecken halt fest. Ja. Ich will jetzt in eine Crew. Ich mache jetzt noch mal eine Map an. Gut. Erstellen. Was machen wir denn mal? Offroad, Alter. Haben die da den Cavalcade genommen von Underground 2 als Zeichen für Offroad? Ja. Das ist ja mega gut. Das war ja gar kein Cavalcade, das war ein linken Navigator, glaube ich. Nein, 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 das ist der. Ich glaube, Lincoln Navigator. Nein, das ist der Cadillac. Den ich auch letztens, wo ich Lichter Escalade. Ja, Escalade, meine Güte. Von 2001, stimmt. Boah, der war so cool. Ich hab den immer genommen, sorry. Ich auch. Das war absolut, es war mir egal, wie langsam der war einfach Escalade-mäßig geil. Und man war auch, wenn man immer der Letzte damit war. Ja, es gab doch SUV-Rennen auch in Need for Speed. Ja, ich hab trotzdem normale Rennen gefahren. Wo bist du denn jetzt? Warte, technische Schwierigkeiten. Wertung 170. Wieso kann ich denn die Runden nicht umstellen? Na egal.
Ich habe jetzt mal drei Runden, sorry, ich kann sie irgendwie gerade nicht umstellen. Achso, ist es denn Sprint, deswegen ist, kann ich nicht umstellen. Ja, ich werde mich mal darum kümmern in der nächsten Zeit, mich da mit dem Spiel mal so ein bisschen befassen. Mhm. Mal gucken, was man da so machen kann. Also Offroad, okay, gut. Geil. Boah, die Steigung, guck dir das mal an. Das ist so eine Mauer hier vorne. Custom Drift? Ich hab einen sportlichen Sound. Die Kamera Custom Drift ist scheiße, okay. Oh, was ist hier los? Hä? Hab ich einen Checkpoint verpasst? Ich hoffe nicht. Werde ich ja jetzt merken. Doch. Ja, hab ich. Du musst da die Rampe oben nehmen, oder? Hast du die genommen? Keine Ahnung. Jetzt geht's. Oh! Alter, die rennen hardcore, oder? Hast du das? Guck mal nach hinten, guck mal nach hinten. Alter. Voll gut. Lass mal umdrehen und da hochfahren, hallo? Nein. Geh dann nicht. Drei unten lädt ja gar nicht. Ich brauch das Geld. Scheiß zwei Herren. Hä, was dann ist das? Ist die voll auf Map? Keine Ahnung. Nee, bin ich nicht. Die Map ist der Oberhammer. Wir waren gerade out of map. In der Kurve bist du out of map. Boah, ist das eng! Du kannst kein Vollgas fahren, so viel kann ich schon mal verraten. Die Offroad-Rennen haben wir doch gewartet hier. Die sind auch richtig gut. Locker gibt's auch noch Muscle-Car-Rennen oder so ein Scheiß. Glaube ich nicht, aber. Links halten. Oh! Da kam das Heck. Das Federung. Ja, das ist so richtig anspruchsvoll hier lang zu fahren, ne? Hast du eigentlich meinen Sportsound oder? Nee. Nen. Ich habe übrigens auch noch andere Auspuffe gekauft. Wenn ich andere Auspuffe dran mache, dann kann ich das Spiel nicht mehr spielen, weil der Wagen zu laut ist. Ohne Scheiß, der ist jetzt schon zu laut. Alter, das hört sich so geil an, ne? Oh. Wie, wir haben jetzt die Hälfte abgeschlossen. Was mache ich denn, wenn ich Sportauspuff habe? Stilllegen. Irgendwie ist die Karre geil wegen dem Sound, sorry. Ob das für dich so lala? Ist doch gut, die haben nichts zu tun. Ja. Was machen die denn? Mussten irgendwen anlernen. Und? Was war jetzt damit? Nix. Also nix, ja, alles gut gewesen, ja. Ich weiß. Hast du gesagt, ich weiß? Ich leg den die EG-Sachen davor. Eigentlich muss man die eintragen. Die Spiele ja, zum Beispiel. Schon. Ja, passt schon. Aber ganz ehrlich, wenn die da sehen, da holt jemand Dokumente für die Spiegel raus. Und da ist auch noch der Spiegel abgebildet als Foto, original von Steinmetz. Sagen die da auch nichts. Ja, dann passt das schon. Ja, bei Opel ist halt der Vorteil, du hast halt wirklich Steinmetze und das ist halt easy peasy. Ich bin übrigens gerade runtergefallen, respawn ich. Shift X. Immer noch. Ey, ich juckel hier mit 50 hoch. Ich juckel hier mit 30 hoch. Geht ja gerade gar nichts. Wie das das hier 50. Jetzt. Nein. Nitro. Ja! Nee, du bist genauso gefangen wie ich. Ey, kippt einfach rum. No. Das ist wahrscheinlich der lange Radstand oder einfach nur Glück. $130? Voll viel. No, ey. Oder? Ja. Wie viel krieg ich? 3? 82. Du hast ja auch schon komplett Paket-Tuning. Ist korrekt. Ich hab noch gar nichts. Guck mal an, die Karre ist nackt. Ja. Mein Petrol hat ja mehr Tuning. Ist korrekt. Kann man hier hochspringen oder hat man zu wenig Leistung? Geil. Es gibt ja nicht so viele Offroad-Rennen, ne? Doch schon. Nee. Es gibt mehr als, 12 Stück. Hey, man kann doch runterscrollen noch bei den Offroad-Rennen. Nee, wo denn? Ach, nee. Doch, tatsächlich. Echt? Voll. Doch, bisschen ging noch. Eins geht noch, oder was? Nee, wir nehmen das, ja klar. Okay. Die drei Runden, na egal. Kannst du jetzt reinkommen? So. Statt hier rumzufahren? Ja. Mr. Police? Ja. Mr. Olaf Kortmann? Jawohl. Hä, die Mr. geht doch Color von Stuff 90? Ich glaube schon. Gut, dass mein Sound genauso sportlich war, wie von dem, der gerade vorbeigefahren ist. Vielleicht sogar noch sportlicher. Ich hab meine Räder Sturz. Irgendwie schon. Lol. Ist das eingetragen? Meinst du auch links? Links. Ich will auch mal so eine geile Lackierung haben wie die anderen. Obwohl das Police auch nicht scheiße aussieht. Nö, sieht ganz cool aus. Aber ich glaube, ich muss erstmal meine Leuchten retten. Man kann die auch freischalten irgendwie. So Sticker-Packs oder so.
Was ist das für ein geiler LKW? Wer hat den da geparkt? Was ist das denn für ein Riesending? Spin Tires. Der wirklich Spin Tires? Alter. Du bist aber nicht aus San Andreas, oder? Na, doch, aber nicht mit dem langen Abstand. Ja. Haben die länger der Wagen schon, aber nicht dieser Bagger. Ja. Wie gehst denn du ab? Ich hab das Gefühl, du gehst besser. Rennwagen. Ich würde gerne mal mein Topspeed. Lass gleich nochmal Topspeed gucken. 151. Genau, dich? Weiß ich nicht. Wahrscheinlich mehr. Meinst du? Oh, 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 oh! Meiner schaukelt sich so auf, ne? Hast du auch so eine krasse Federung eigentlich? Ja, die ist ultra. Naja, Federung. Auf jeden Fall Federung, keine Dämpfung. Der schaukelt hier rum. Däungelt hier rum. Deiner aber auch, wie ich da vorne sehe. Ja, kann es sein, dass meins irgendwie extremer ist als bei dir, oder? Unwahrscheinlich, aber weiß ich nicht. Ich bin dein nicht gefahren. Aussteigen. Der fährt sich richtig geil. Das ist jetzt hier mal Topspeed. 101 km gerade. Das heißt, 107 werde ich leider nicht. Okay. Ich bin gerade bei 113 gewesen. Mui. Vollgas! Alter, mein Heck. 170! Oh, das kann eigentlich nur eine Katastrophe ändern. 170! Blub, 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 blub. Ich auch. Oh, hier hätten wir das mal testen können. Junge, drei Runden sind ja wohl übel krass hier. Ah, schaff ich schon. So lustig. Wenigstens macht das mal Spaß hier mit den Karren. Ist echt so. Wie schnell sich 93 km anfühlt, ne? Ja. Mit den anderen fährst du 280 langsam. Oh oh. Vollkommen unfahrbare Federung. Autsch. Was ist denn hier für ein Torbogen? Nein, ich höre meine Hupe nicht und deine leider auch nicht. Warum auch immer. Läuft. Dafür höre ich meinen Auspuff umso lauter. Echt, du hörst deinen Auspuff? Ja, klar. Daher kommt mega laut. Ja. Vollgas, wie schnell fahre ich denn jetzt? Eieiei. Mann, wieder nicht gesehen. Man kann auch Topspeed hier schlecht testen auf der Strecke, ne? Ja. Hier vielleicht. Oh. Oder auch nicht. Nee. Bei der einen Stelle, wo wir gerade ins Wasser gefallen sind, vielleicht. Baum! Wow, das war Glück. Ich feier meine Optik gerade, ne? Die Felgen sind auch gar nicht so scheiße. Ich hatte jetzt keinen Bock, noch andere freizuschalten, weil ich habe jetzt das BBS-Pack schon frei gehabt. Oh. Bremsen war jetzt nicht. Alter, wenn ich bremse. Geil. Du holst doch eh ein, oder muss ich bremsen? Nein, fahr mal. Du hast doch ein Racecar. Ja. Vollgas. Oh, hier ist wieder Vollgasstrecke. Am Ende könnte man ein bisschen bremsen. Mal wieder im Wasser gelandet. Wirst du aber auch. Nein, werde ich nicht. Doch. Werde ich nicht. Doch, hier ist nämlich eine Spezialbodenwelle am Ende. Ist mir egal. Du landest auf jeden Fall im Wasserbodenwelle. Ja, genau die, wo du gerade Glück hattest. Ich hatte mehr Schwung. Ich habe mehr Drehmoment. Habe ich mehr Drehmoment? Nein. Ich glaube, von den Leistungsangaben war deiner sogar besser als meiner. Echt? Aber ich glaube, das zählt, das ist sowieso egal. Ich glaube, das ist eh wurscht bei der Wertung. Da fühlt sich meiner immer um. Das gleiche wie du. Alter. Ich habe mich gerade auch einmal gedreht. Wo respawn ich denn? Ja, in der ersten Runde wahrscheinlich. Ja. Wie, ich habe die Bestzeit nicht geknackt von der ersten Runde. Um 30.000. Was hast du für eine Bestzeit? Ja. Was hast du für eine Bestzeit? 2:15:64. 2:15? Ich habe 2:04. Was? Alter, was ist denn hier los, Alter? Ich geht ja gar nichts hier gerade. Hilfe? So, jetzt. Kann man nicht die Hütte hochfahren? Ich will mal die Hütte hochfahren. Da hat einer einen Stammparkplatz. Kann ich jetzt hier hochfahren? Oh. Nein, aber ich wahrscheinlich. Das ist aber mein Parkplatz hier, guck. Geh weg mit deiner Riesentöte. Ich will da einparken. Ja, geht gar nicht. Respawn. Kann ja nicht lenken. Abfahrt.
Nicht respawn. Ich hing fest. Wow! Nicht oh, durch Steine. Den Bach fahren. Oh, einer dieser Steine. Im letzten Moment gespawnt, alles klar. Admiral vergessen. Vollgas. 140. Vito. 122 hatte ich gerade, lol. Warum machst du das? Weiß ich nicht. Der ist gespawnt vor mir. Egal, dann fahr ich jetzt Vollgas. Okay. Okay, das ist schon mal egal, wie langsam man ist. Der Sound macht alles wieder gut für den Auto. Ja, und sorry. Diese Strecken sind richtig geil, ne? Ja, ist richtig geil. Ich habe cool. Übrigens keine Bremsen. Echt? Wirklich gar Mach keine. Wer bremst, verlieren. Ich habe mehr Schwung als du, glaube ich. Ja, glaube ich aber. Ich bin nur um die Kurve gekommen. Bringt mir aber nichts. Keiziger Tofi Weltmeister mit meinem 96. Ich war auch nicht daher, ne? Ah doch, jetzt bin ich gerade ganz so durchgekommen. Ja, genau so. Bremsen. Oh. Spezialbodenwelle. Ich auch. Ah, nicht schon wieder. Ich sag ja Spezialbodenwelle. Oh. Ja, aber jetzt nicht normal, oder? Nein. Alter, die ist so hardcore, die eine Welle da. Oh. Toll. Kommt die gerade nicht hoch, die Gurke? Kann der mal fahren? Ich hab mehr Schwung als du. Du hast einfach mehr Leistung als ich. Du hast gerade voll abgebremst bei der Welle, kann das sein? Nein. Echt? Nein. Ich glaube, ich kippe hier wieder um, oder? Du hast nur einfach einen Rennwagen. Wieder umgekippt. Alter, das war richtig gut. Wieder umgekippt. Schau mal ins Ziel, tschüss. Oh. Wie viel Geld kriege ich? 1 Million? $236, nicht schlecht. Kann man auf jeden Fall gebrauchen, ne? Ja. Au. Auf Schaukel, Schaukel, Schaukel. Wo kann man nochmal Optik machen? Ich will ein bisschen Optik machen, Aufkleber und so. Das war doch irgendwo, was war das nochmal? Ich glaube blau oder so. Nee, das war... Doch, blau. Nee, Lack und Vinyl. Rot. Lass mal da hinfahren. Folgt mir unauffällig. Warte. Junge, ich brauche überhaupt keinen Sportport. Warum? Ich hab einen. Aber irgendwie ist der nicht lauter. Jetzt Topspeed. Genau, fahr mal. Jetzt bin ich mal gespannt. ...129... ...135... ...140... ...151... ...160... Oh scheiße, jetzt muss ich bremsen. Fuck. Ja, es reicht leider nicht. Wir müssen gleich nochmal auf die Autobahn. Die ist da vorne, dann können wir ja gleich dahin fahren. Geländewagen. Hier geht's lang. Wow! So, Lackierung. Kostet das was? Nee, ne? Nee. Nee, Lackieren kostet nix. Hm. Ich mach mal dunkelrot. Das ist so eine richtige Land Rover Farbe. Ja. So Land Rover Farbe? Ja, das Grau war doch gut, was ich hatte, oder nicht? Orange. Quatsch. Hell Orange. Quatsch. Doch, so ein dreckiges hellorange Land Rover Farbe. Bist so ein Käsekopf. Aus der, den du hast, ja. Hellorange doch, den hab ich noch nie gesehen. Doch, nicht schon. Mehrfach. Schwarz ist ja langweilig, ne? Junge. Was ist mit so einem dunkelgrün? Junge, wie soll ich denn... Wo ist denn der Aufkleber? Der Wagen ist so groß, man sieht ihn noch nicht mal. Kann man das irgendwie drehen hier? Felgenfarbe. Hat das jetzt echt was gekostet? Ich hoffe nicht. Ich hoffe auch nicht. Lol, Clarion, mein Radio ist von Clarion. Lol. In meinem Petrol.
Junge, was ist... Glaube ich ja, wie kann man denn diese scheiß Aufkleber sehen? Hä? Kannst du die Kamera irgendwie drehen? Ja, kann man. Wie denn? Mit Maustaste in der Mitte. Scrollrad singst da. Und nur dann geht das auch. Lol. Ja, wie kann ich rauszoomen und reinzoomen? Na, gar nicht, glaube ich. Also ich weiß jedenfalls nicht mehr. Schicht 1. Weißt du, was ich herausgefunden habe? Drück mal beide... beide Maustasten gleichzeitig. Und dann... Um den zu drehen, ja, weiß ich. Um das Auto zu drehen. Läuft. Ja, irgendwie... lol. Wie geht das nicht? Vinyls. Edit. Die Polizeisterne mache ich mal weg. Wie lösche ich das jetzt? Hallo? Wie kann man Vinyls löschen? Hallo? Das ist eine sehr gute Frage. Da, entfernen. Entfernen. Stripes, Flames, Tears, Tribes, Splash, Modern, Flags, Shapes, Manufaktura. Pack 1, Pack 2. Sind die eigentlich auch so Autosachen? Also so Automarken oder gibt's die jetzt hier nicht? Okay, Castrol. Was Castrol, wo? Kann man hier freischalten anscheinend. Ich hab Castrol, wie geil. Wo ist Castrol? Nein, Castrol ist der Hammer. Bei... Was ist das? Der Petrol hat schon einen heller Aufkleber bekommen auf der Scheibe. Echt? Ja, Vinyls und dann... verschiedene Sachen halt. Flames, Splash, Brush, Lightning, Modern, Flex, ja, Shapes. Ja, da bin ich doch schon dabei gerade. Special, was? Stickerbomb? Was? Ich kann mein Auto Stickerbomb machen. Nein. Doch. Wie? Mach das jetzt. Special? Ja. Hast du frei? Ja. Warum? Das kann man freischalten, indem man irgendwas... Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Indem man diese ganzen Events da macht außerhalb. Neul, ist ja hardcore. Kann man jetzt die Castrol einmal drauf machen? Manufaktura, so. Side, Hood. Side. Ja, das sieht man leider nicht auf meinem Stickerbomb. Ist ja scheiße. Na, ich will da jetzt Castrol drauf machen. Audiobahn, EWS, Bertinelli, Wildstein. Blitz, Brembo, Bridgestone, Calzonic, Castrol, geil! Alter! So. Machen wir beide Castrol-Werbung schon, oder? Hast du auch? Lol, Castrol, ja natürlich! Auf die Tür, oder? Nee, ich hab's auf der Motorhaube fett. Echt? Ja, mehr. Da steht bei mehr. Mir Police. Okay, gut. Ich weiß, wo ich's hinmache. Na, wir können's ja noch ändern. So, klonen. Und dann? Wie kann ich das... Nein. Okay. Drehen. Hey, läuft. Die Größe, die Position ändern, geht das nicht? Doch! Geil! Oh mein Gott! Alter! Bist du fertig?
Nein, noch nicht. Bei mir reicht's. Wie Lennys Auto brennt. Ich brauche irgendwie noch mehr Manufakturas. Ich habe noch nicht alle frei. Was hat ein Castro für eine Farbe? Weiß, ne? Eigentlich. Ja. Ja, das Special ist ja interessant, was ich hier mit den Stickerbombs hab. Jetzt verstehe ich auch so ein bisschen, wie man das hier handhabt, ehrlich gesagt. Ja, das mit den Stickern ist doch klar. Ich mache erstmal meinen Stickerbomb weg. So, ich bin fertig. Aber Stickerbomb ist doch geil. Ja, nee, bei dem Auto nicht. Das sieht viel geiler aus, was ich jetzt hier hab. Ich will auch in diese Crew hier. Zero Care. Wie komme ich da rein? Scheiße. Ich will da mal rein. Meine Crew. Du hast keine Crew, wie wäre es, eine Crew zu erstellen? Ich will keine erstellen. Ich versuche den gerade ein bisschen cooler zu machen, als er war. Der war nämlich nicht so cool. Okay. Aber jetzt sieht er gleich cooler aus. Ja. Oh, das ist nicer. Das ist klar. Als ob man nirgends so weit reden kann, so einer Crew. Ist ja scheiße. Features, Einstellungen, private Nachrichten. Ich geh mal auf deren Webseite. Das ist doch die geilste Tuning-Scheiße ever aus Need for Speed. Sorry. Mega, oder? Einfach, das ist. Es gibt kein anderes Spiel, was so geil ist. Ja. Ich bin gerade Unterschlupf. Oh, ist ein bisschen besser, aber ist natürlich noch viel. Also ich habe ja jetzt noch nichts frei. Ja klar, da fehlt noch was. Es ist klar, dass da jetzt Clarion-Sticker drauf ist. Wir mussten leider hin. Alter. Besser, oder? Alter. Ich finde meins auch geil. Ja, Castro, nice. Hä, der will ein Duell gegen mich? Nein. Ich hab doch eh keine Ja, Top. Sicher. Nein. So, wir fahren jetzt einmal noch auf die Autobahn, ich möchte einmal noch Topspeed haben. Ja, immer noch 151. Ja, das ist meiner, guck mal hier. Nee, es ist nicht meiner. Nee, das ist der AmiJakes, ey. Wie groß ist der eigentlich? Groß. Doppelt so groß wie ich ungefähr. Der ist viel zu groß, das ist kacke. Oh, der spawnt hier, jetzt schaffe ich den Sprung nicht. Doch, ich schaffe ihn. Wow! Das hat Federung. Ich fahr mal hier lang, ne? Wie kein Nitro. Das ist ein bisschen scheiße, ne? Ja. Das Geile ist, das kostet auch einfach nichts mit den Vinyls, ne? Das ist das Coole, ja. Immerhin. Ist ja auch teuer genug, das ganze Tuning. Nein, die Polizei ist hier nicht. Ich würde dein Castro-Logo mal einigermaßen passend ziehen, übrigens. Was? Dein Castro-Logo würde ich mal einigermaßen passend ziehen von der Optik. Ist doch passend. Nee. Wie? Guck mal, meins hinten auf dem Kofferraum, so sieht das aus. Ich hab 167. Höchste Top-Speed. Und du? 151? Da war Bargeld, zurück 151, ja. Komm auf meinen Kofferraum. Gleich. Ja. 42. Rückwärts 38. Bargeld. So muss das aussehen. Ah, weiter nach... Weiter ziehen, oder was? Ja, schon, ja. Das ist ein bisschen gestaucht, ne? Ja. Aber es passt auch perfekt auf die Tür bei mir. Ja, gut. Aber ich habe auch hinten Ersatzreifen, ne? Dann hast du ja wahrscheinlich auch bald. Ja, habe ich. Na, dann ist das eh scheiße, dein... Ja, Ziel. Aber solange ich nicht habe, Castrol. Au. Langes Heck. Also ich war irgendwie 161 oder so. Tuning. Ja. Ich mag meine Optik. Ich finde deine auch geil. Na, dafür, dass ich nichts frei hab, geht's. Ja. Wir sind jetzt auch ungefähr gleich weit wieder. Naja, geht. Ich habe keine Kohle. Ja, ich auch nicht. Echt? Ja, weil ich alles ausgegeben habe fürs Tuning. Sehr gut. Au. Sollen wir nochmal GTA 5 oder?
Ich würde es am liebsten ausmachen. Ich hab keinen Bock, ehrlich gesagt. Also ich habe schon Bock, aber ich will chillen noch. Okay. Gut. Mein Auto brennt. Kann man hier drüber fahren? Nee, kann man nicht. So, willst du einmal, wie viel Geld hast du jetzt? Nicht viel, ne? $200 oder so. Damit kann man sich auch jetzt kein Motor abkaufen oder so? Nein! Hä, doch, das erste. Ja, scheiß drauf. Beim nächsten Mal. Also man braucht hier auf jeden Fall Leistung. Also hier ist Kurvenlage und der ganze Scheiß auch erstmal egal, ne? Ich will auch... Wie hast du deinen Namen geändert? Versteh das nicht. Hier ist meiner! Alter, wie geil sieht der denn bitte aus? Wie hast du eigentlich deinen Namen geändert? Weiß ich nicht. Ich will auch ADAC heißen. Oder irgendwie anders. Guck mal, wie geil man aussieht. Ey, geil, ich kann hier was freischalten. Nitro, Turbo, Leichtbau. Turbo, so. Wie, der hat einen Monster Energy Sticker da drauf. $500? Motul, wie geil. Mein Auto geht jetzt besser, ne? Heftig. Okay, gefühlt geht er doch nicht besser. Ich habe jetzt mal ein Turbo eingebaut. Ja, Turbo ist gut. Aber irgendwie geht der doch nicht besser. Doch, doch. Du hast jetzt so ein Petrol Soft Turbo. Ich hab gar kein Geld mehr, ne? Ja, Dito, willkommen in meiner Welt. Okay, dann machen wir das erstmal aus. Ja.